Es ist mir eine große Ehre, unseren heutigen Gastprediger anzukündigen. Er heißt John Maxwell. Er hat einen Master der Theologie an der Azusa Pacific University und einen Doctor of Ministry vom Fuller Theological Seminary. Er blickt zurück auf 25 Jahre erfolgreichen Dienst als Leiter in der Gemeinde. Gott hat John gerufen, sich ganz dem Reden und Schreiben zu widmen. Heute ist John Maxwell ein international anerkannter und respektierter Experte für Leiterschaft. John Maxwell ist nicht nur Experte für Leiterschaft, sondern auch Redner und ist auf den Listen der New York Times, des Wall Street Journal und Business Week als Bestsellerautor geführt. Er hat über 16 Millionen Bücher verkauft. Sie dürfen Wow sagen. Danke. Jedes Jahr spricht John zu Fortune 500-Firmen, internationalen Regierungschefs der NFL, Botschaftern der Vereinten Nationen und Gemeinden überall im Land. Er war vor einiger Zeit hier und sagte zu, wiederzukommen. Ich habe ihn gefragt, ob er 4 Predigten halten könnte, die wir weltweit senden können, und er sagte zu. Die Predigtreihe, die er hält, heißt Josephs Traumreise und basiert auf seinem neuen Buch Put Your Dream to the Test. Begrüßen Sie ihn ganz herzlich in der Crystal Cathedral. Er ist für mich und Sie jemand ganz Besonderes, John Maxwell. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Vor kurzem war ich bei einigen hohen Führungspersönlichkeiten in Washington und stellte Ihnen 2 Fragen. Die erste Frage war: Haben Sie einen Traum? 100% sagten, wie man sich bei Menschen aus dieser Ebene vorstellen kann: Ja, ich habe einen Traum. Dann fragte ich: Haben Sie diesen Traum verwirklicht? 75% sagten: Nein, ich habe den Traum noch nicht erreicht oder verwirklicht. Über die letzten Jahre wollte ich ein Buch schreiben, das den Menschen hilft, ihren Traum zu erreichen, weil ich glaube, dass sie einen Traum haben. Wie viele von Ihnen haben einen Lebenstraum? Kann ich Ihre Hände sehen? Wir alle haben Träume. Und doch erfüllen sie sich für viele nicht. Deshalb wollte ich ein Buch schreiben, das den Menschen helfen soll, ihre Träume zu verwirklichen. Um ganz ehrlich zu sein, ich war oft von meinen Versuchen frustriert, weil ich dachte, das Buch wäre ein bisschen dürftig und heiße Luft. Es hatte keine Substanz, es war nicht solide. Als ich dann das neue Buch in Angriff nahm, das kürzlich erschienen ist, Put Your Dream to the Test, kam ich zu einer Erkenntnis. Je mehr gute Gründe man hat, seinen Traum zu verwirklichen, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie es auch schaffen. Wenn Sie nur einen einzigen Grund haben, Ihren Traum zu erfüllen, ist es gut möglich, wenn die Umsetzung hart wird, dass Sie dann zurückschrecken. Wenn Sie aber mehrere tragende Gründe haben, Ihren Traum zu verwirklichen, ist es wahrscheinlich, dass auch etwas daraus wird. Das ist aus meinem neuen Buch Put Your Dream to the Test. Jetzt möchte ich mich gerne Josef zuwenden, dem größten Träumer in der Bibel. Lassen Sie uns beobachten, wie er seinen Traum verfolgte, so wie Sie und ich, und wie er den Wandel vollzog von jemandem, der an seinen Traum glaubt, zu jemandem, dem sein Traum gehört. Eine der 10 Fragen, die ich in meinem Buch stelle, ist die nach dem Eigentum. Ist Ihr Traum wirklich Ihr Traum? Also, sehen wir uns einmal an, wie das im Leben von Josef war. Und lassen Sie uns beobachten, wie er vom Gläubigen zum wirklichen Eigentümer seines Traumes wurde. Punkt 1. Lassen Sie sich von anderen nicht Ihren Traum einreden. Das ist uns schon passiert, nicht wahr? Jemand anderes, vielleicht ein Familienmitglied oder ein enger Freund, wollte, dass wir etwas sein oder etwas tun, und plötzlich haben wir ihren Traum verwirklicht, nicht unseren eigenen. Damit verfolgen wir einen Traum, der nicht der unsere ist. Ich habe das selbst erlebt. Als ich jung war und in die erste Klasse kam, dachten meine Eltern, ich hätte großes musikalisches Talent. Klingt vertraut, oder? Und wenn die Eltern einen nicht für ein Talent halten, dann ganz sicher die Großeltern.
Dann überredeten sie mich dazu, Klavierstunden zu nehmen. Und ich fing mit den Klavierstunden an, als ich in der ersten Klasse war. Ich hielt mich selbst auch für gut. Bis wir nach etwa einem Jahr eine Klavieraufführung hatten. Dabei war ein Mädchen, das nur ein halbes Jahr Unterricht gehabt hatte. Eine Freundin von mir. Sie hieß Elaine Mosley. Und als ich mein Stück spielte, dachte ich, dass es ganz gut war. Dann stand sie auf und spielte ihr Stück. Da sah ich mich selbst an und sagte mir, das ist nicht deine Begabung. Trotzdem übte ich in den nächsten Jahren weiter am Klavier und nahm Unterricht, weil es der Traum meiner Eltern war. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich mit ihnen darüber reden musste. Als ich nämlich in der 5. Klasse war, ging ich zum ersten Basketballspiel der Highschool und sah den Basketballern beim Spielen zu. Was mich dabei am meisten beeindruckte, war die Vorstellung der Spieler, bei der alle Lichter ausgehen und die Scheinwerfer auf die einlaufenden Spieler leuchten und der Name der Spieler genannt wird. Ich dachte, oh! Das ist es, was ich will. Ich will nicht Klavier spielen. Das ist der Traum meiner Eltern. Ich will lieber Basketball spielen. Also ging ich nach Hause und erzählte ihnen, dass ich Basketball spielen wollte. Und meine Eltern sagten, okay, probieren wir es. Sie bauten ein kleines Spielfeld im Hof unseres Hauses auf und ich übte die ganze 5. und 6. Klasse durch. Unser Team kam ins Endspiel der Stadtmeisterschaft. Ich werde nie vergessen, wie ich in die Sporthalle kam, wo ich die großen Jungs zum ersten Mal gesehen hatte. Die anderen waren draußen beim Training. Ich ging hinein und setzte mich auf denselben Platz, wo ich damals gesessen hatte und ihnen zugesehen hatte. Schloss die Augen, das war das Verlöschen der Lichter in der Halle. Ich rief meinen Namen aus und rannte aufs Feld. Das fühlte sich so gut an. Und das liebe ich. Das ist mein Traum. Sehen Sie, wenn wir uns Josef ansehen im Kapitel 37, sehen wir, dass das sein Traum war. Kein Traum, den ihm sein Vater gegeben hätte oder seine Brüder. Es heißt dreimal, dass Josef einen Traum hatte. Er besaß diesen Traum. Er gehörte ihm. Deswegen sage ich Ihnen heute, um von jemand, der an seinen Traum glaubt, zu jemand zu werden, dem sein Traum gehört, lassen Sie sich zuallererst nicht von jemand anders einen Traum einreden. Der zweite Punkt ist, lassen Sie sich nicht von anderen Ihren Traum ausreden. Denn auch das passiert, nicht wahr? Wir haben einen Traum und reden mit anderen darüber und im Anfangsstadium ist dieser Traum noch recht zerbrechlich. Wahrscheinlich haben wir das alles schon einmal erlebt. Wir erzählen anderen davon, was wir tun möchten und dass es uns am Herzen liegt und wie wichtig es uns ist. Und plötzlich tritt jemand in unser Leben und sagt, oh, ich glaube nicht, dass das gut geht. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Wir glauben nicht, dass dir das möglich ist. Im Kapitel 37, als Josef seinem Vater und seinen Brüdern seinen Traum erzählt, lesen wir in der Bibel, dass sein Vater ihn tadelte. Er sagte, was sollen all diese Träume? Sollen ich und deine Mutter und deine Brüder uns etwa vor dir verneigen? Seine Brüder waren eifersüchtig, aber sein Vater dachte über all diese Dinge nach. Sie sehen, als Josef, ein sehr junger Teenager, seiner Familie von seinem Traum erzählt, fängt sie an zu versuchen, ihm diesen Traum auszureden. Vor kurzem habe ich von einem interessanten Versuch gelesen. Dabei setzten Forscher 4 Affen in einen Raum. Dazu einen langen Stamm mit Bananen an der Spitze. Als die 4 Affen in dem Raum waren, bemerkte einer von ihnen natürlich die Bananen und stieg auf den Stamm. Als er fast an der Spitze angelangt war, spritzte man den Affen mit einem starken Wasserstrahl ab und der Affe kam wieder heruntergehuscht ohne die Bananen. Danach versuchte es ein anderer Affe und wurde abgespritzt mit Wasser. So auch der 3. und der 4. Affe. Alle wurden mit kaltem Wasser abgeduscht. Schließlich ging natürlich keiner der Affen mehr hoch, um sich die Bananen zu holen. Dann wurde einer der Affen, die abgeduscht worden waren, ausgetauscht gegen einen, der diese Erfahrung nicht gemacht hatte. Er kam in den Raum, sah die Bananen und wollte den Stamm hinaufklettern. Aber die anderen Affen hielten ihn fest und ließen ihn nicht den Stamm besteigen. Langsam wurde ein Affe nach dem anderen ausgetauscht, bis schließlich 4 neue Affen im Raum waren. Keiner von ihnen war mit Wasser bespritzt worden. Keiner hatte eine schlechte Erfahrung gemacht. Aber sie zogen sich gegenseitig zurück und ließen einander nicht an die Bananen. Ich dachte, so ist das Leben. Manchmal sind es Menschen, die selbst nie ihren Traum verwirklicht haben, die nie erreicht haben, was sie wollten, die versuchen, uns unseren Traum auszureden. Sie halten uns davon ab, das zu sein und zu tun, was Gott möchte, dass wir tun und sind.
Lassen Sie sich nicht von anderen Ihren Traum ausreden. Und drittens, lassen Sie sich nicht von anderen daran hindern, Ihren Traum umzusetzen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 37, lesen wir, wie Josef zu seinen Brüdern kommt. Sie sehen ihn aus der Ferne und als er ankam, hatten sie einen Plan geschmiedet, ihn zu töten. Und die Brüder sagten, da kommt der Träumer. Lasst uns ihn töten und ihn in einen der alten Brunnen werfen. Wir können sagen, dass ein wildes Tier ihn gefressen hat. Und dann sehen wir schon, was aus seinen Träumen wird. Um von jemand, der an seinen Traum glaubt, zu jemand zu werden, dem sein Traum gehört, reden Sie sich zuerst nicht den Traum selbst aus. Lassen Sie sich nicht von anderen Ihren Traum ausreden. Und dann gibt es noch Zeiten, wo Menschen buchstäblich versuchen, Sie aus Ihrem Traum zu prügeln. So wie bei Josef. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt an diesem Morgen. Punkt 4, reden Sie sich nicht selbst Ihren Traum aus. Wenn es ein Traum ist, den Gott Ihnen gegeben hat, dann möchte ich Ihnen Mut machen, ihn zum Teil Ihres Lebens zu machen. Sehen Sie, der wichtigste Mensch, dem Sie zuhören, der wichtigste Mensch, dem ich den ganzen Tag zuhöre, bin ich. Und ich will sicher gehen, dass ich mir selbst die richtigen Sachen sage. Das galt auch für Josefs Leben. Er war manchmal auch versucht, sich selbst seinen Traum auszureden, aber dann entschloss er sich, diesem Traum nachzugehen, den Gott ihm gegeben hatte. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, in der Dr. Schuller vorkommt. Als ich ein junger Pastor war, hatten Margaret und ich unsere erste Gemeinde in Hillham in Indiana. Am ersten Sonntag in unserem ersten Gottesdienst waren drei Menschen. Zwei davon waren Margaret und ich. Dazu eine alte Dame, die in der Nähe der Kirche wohnte, namens Maud. Also Maud, Margaret und ich. Das war's. Aber wir hatten uns einfach verliebt in diese kleine ländliche Gegend. Und natürlich hatte ich den Traum, eine große Gemeinde zu gründen. Und ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, die irgendwie nicht fortschrittlich war. Ihre Vorstellung von Fortschritt war mehr, dass man sich langsam rückwärts bewegt. Ich sagte damals, wenn ich nur große Männer treffen könnte und große Gemeinden besuchen könnte und Fragen stellen. Ich weiß, die würden mir beibringen, wie man eine Gemeinde baut. Denn das war mein Traum. Ich besorgte mir also eine Liste der großen Gemeinden in Amerika und der Pastoren dieser Gemeinden und fing langsam an, mit ihnen zu reden. Ich rief sie an und sie wussten nicht, wer ich bin. Ich sagte, mein Name ist John Maxwell, ich leite eine kleine Gemeinde, aber mein Traum ist es, eine große Gemeinde aufzubauen. Ich gebe ihnen $100, wenn sie mir eine halbe Stunde ihrer Zeit geben. Damals verdiente ich nur $6,000, das war eine Menge Geld. Aber ich wollte unbedingt hören, was Menschen mir zu sagen hatten, die ihren Traum schon erfüllt hatten, und wollte mit ihnen reden und wollte von ihnen lernen. So fuhr ich im Verlauf der nächsten Jahre in die verschiedenen Städte, setzte mich mit den Leitern hin und unterhielt mich mit ihnen. Sie erzählten mir, wie sie ihre Gemeinden aufgebaut hatten, und ich machte mir Notizen. Oft legten sie mir danach die Hände auf und beteten für mich. Ich ging dann auf den Parkplatz, legte meine Notizen auf den Beifahrersitz und legte nur meinen Kopf auf das Lenkrad und betete. Oder ich weinte wie ein Baby und sagte, Gott, wenn du das für die getan hast, dann kannst du das auch für mich tun. Wenn du ihnen dabei geholfen hast, eine Gemeinde zu gründen, dann kannst du auch mir dabei helfen. Das war eine tolle Erfahrung für mich. Ich lernte viele großartige Männer kennen, besuchte viele tolle Gemeinden und erhielt viele gute Ratschläge. Ich erlebte, wie Menschen mich begleiteten, mich liebten und mich ermutigten, mir halfen und diesen Traum hochhielten, den ich für mein Leben hatte. Das war eine wunderbare Erfahrung. Das half mir dabei, von einem Gläubigen zum Eigentümer meines Traumes zu werden. Und Dr. Schuller war einer dieser Leiter. Dr. Schuller, ich habe hier ein Buch in der Hand, das ich 1970 in einem Buchladen gekauft habe. Es heißt Move Ahead with Possibility Thinking. Ich kaufte dieses Buch und habe es förmlich verschlungen, jede Seite. Am Anfang des Buches erzählt er seine eigene Geschichte, wie er in eine große Gemeinde in Dallas kommt, George Stewarts Gemeinde. Dort wurde sein Traum so richtig entfacht, weil er diesen tollen Mann dort sah, der eine große Gemeinde aufgebaut hatte. Das war der Anfang seiner Berufung, nach Kalifornien zu kommen. Und als ich die Geschichte las, stieß ich auf ein Zitat, das mein Leben tief berührt hat. Er sagte, die größten Gemeinden müssen erst noch gebaut werden. Und ich erinnere mich, wie ich diese Worte las, Dr. Schuller, und der Geist Gottes mich ansprach und sagte, John,
Er meint dich damit. Du kannst eine große Gemeinde für Gott bauen. Und ich wünschte, Sie könnten dieses Buch anschauen, wie es innen aussieht. Überall Zitate von ihm. Ich meine, das war 1970, als ich diese Dinge notierte. Ich habe einen Platz in meinem Büro, wo die Bücher stehen, die mich in meinem Leben stark beeinflusst haben. Dieses Buch ist eines davon. Tatsächlich sind zwei Ihrer Bücher in diesem Teil meiner Bibliothek, Dr. Schuller. Sie sind der einzige Autor auf der Welt, von dem zwei Bücher mein Leben stark geprägt haben, und das hier ist eines davon. Und Sie sollen wissen, als ich Put Your Dreams to the Test geschrieben habe, habe ich daran gedacht, wie oft Sie selbst Ihre Gedanken und Ideen zu Papier gebracht haben oder in eine Predigt gefasst haben, die viele Menschen sehr geprägt hat. Mich selbst eingeschlossen. Das ist einer meiner Schätze. Ich habe es Ihnen vor einigen Jahren mitgebracht und Sie haben eine Widmung hineingeschrieben. John, ich habe das Buch geschrieben. Sie leben es. Ihr Freund Robert Schuller. Ich sage Ihnen, meine Freunde, Millionen Menschen auf dieser Welt, Millionen können sagen, dass dieser Mann Ihnen geholfen hat, Ihren Traum zu verwirklichen und zu empfangen. Dr. Schuller, diese Woche wurde mein neues Buch Put Your Dream to the Test veröffentlicht. Das hier ist eine Sonderausgabe für die Hour of Power von Put Your Dream to the Test. Und hier ist das erste Exemplar. Ich habe es selbst heute Morgen, als ich in die Kirche kam, zum ersten Mal gesehen. Ich fragte, ob ich das darf, und man hat es mir erlaubt. Ich möchte Ihnen, Dr. Schuller, die Erstausgabe dieser Sonderauflage gerne überreichen, weil Sie mir geholfen haben, meinen Traum zu verwirklichen. So wie die Traumreise Josefs, der gegangen ist und treu zu seinem Traum stand. So hat Gott Dinge geschehen lassen, die nicht passiert wären, hätte er nicht diesen Traum gehabt und nicht daran festgehalten und wäre er nicht vom Gläubigen zum Eigentümer seines Traumes geworden. Das haben Sie für mich getan. Deshalb möchte ich Ihnen von Herzen sagen, und ich weiß, dass das auch aus dem Herzen dieser Gemeinde und all der Zuschauer weltweit kommt. Wir lieben Sie sehr und haben tiefen Respekt vor Ihnen. Hier ist das erste Exemplar des Buches Put Your Dream to the Test. Gott segne Sie. John Maxwell, Put Your Dream to the Test. Und wo ist hier drin der 100-Dollar-Schein? Hey, ich bin überrascht, dass er nicht noch Zinsen draufgeschlagen hat. Das war vor 35 Jahren. Gott segne Sie bei der Verwirklichung Ihres Traums. Vielen Dank.